Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Ich bin Marlene, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Hessen und ja, das Video hier ist dafür da, um euch so ein bisschen über meine Krankheitsgeschichte aufzuklären. Ich möchte euch alles erzählen von Anfang bis Ende, da habt ihr so einen groben Überblick. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Und zwar fangen wir damit an, dass ich euch erstmal sage, was genau ich für eine Krankheit habe oder hatte. Das ist schwer zu sagen. Ich habe Krebs. Um genau zu sein, habe ich einen Hirntumor, das Medulloblastom. Und ja, ich möchte euch jetzt erzählen, wie meine Symptome waren, bevor das alles rauskam, wie die Therapie für mich war und wie es jetzt für mich ist, wo ich durch bin mit der Therapie und wieder mein normales Leben anfängt. Und zwar fing das alles an ungefähr im Sommer 2016, dass ich Gleichgewichtsstörungen hatte. Zum Beispiel beim Laufen auf der Straße ganz einfach, dass ich ab und zu nach links oder nach rechts geschwenkt bin, einen Ausfallschritt gemacht habe. Nichts großartig Weltbewegendes oder nichts, was einem direkt so auffällt. Und dann habe ich mir halt nicht viel dabei gedacht, weil klar, es passiert doch mal, dass man mal zur Seite schwenkt. Und dann fing es auch noch an im Sommer 2016, dass ich Morgenübelkeit hatte und mich auch erbrechen musste. Ja, da haben wir dann auch gedacht, dass ich vielleicht schwanger wäre. Das war ich dann nicht. Das ging dann eigentlich das ganze Jahr 2016 so weiter. Und dann ab Anfang 2017, würde ich sagen, fing es an, dass ich ganz krasse Müdigkeit hatte. Also wirklich unnormal krass. Ich konnte immer schlafen. Ich war immer müde. Ich bin nach 5 Minuten bei einem Film eingeschlafen. Ich bin ein Mensch, der sowieso schnell bei Filmen einschläft. Aber das war wirklich richtig unnormal. Also wir haben teilweise Filme 5-mal angefangen oder so und ich habe ihn trotzdem nicht zu Ende schauen können. Und ja, genau. Das zu dem Einschlafen. Ungefähr dann im Anfang Februar 2017 fing es an, dass ich auf dem rechten Ohr schlecht gehört habe. Und das war halt so ein ganz leichtes Pochen. Und das wurde von Zeit zu Zeit immer lauter. Ich habe mir dabei nicht viel gedacht. Ich bin einen Tag vorher beim Snowboardfahren leicht hingefallen. Ich dachte, vielleicht habe ich mir irgendwas verzogen. Keine Ahnung. Bin ich direkt zum Arzt, habe das erstmal so gelassen. Ja, genau. Dann fing es auch um die Zeit ungefähr an, dass ich irgendwann Nackenschmerzen entwickelt habe. Hier von der rechten Schulter an bis hoch hinters Ohr hatte ich totale Nackenschmerzen. Ich dachte, es wäre Verspannung, denn ich habe zu der Zeit bei einem Supermarkt an der Kasse gearbeitet. Ich war mitten im Abi-Stress. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Ich hatte Hobbys und das war halt alles etwas viel. Deswegen dachte ich, okay, Verspannung durch Stress und das kommt alles daher. Auch das mit dem Ohrpochen vielleicht. Ich hatte nie so wirklich Kopfschmerzen. Danach werde ich nämlich immer gefragt, ob ich krasse Kopfschmerzen hatte. Ich hatte selten Kopfschmerzen, würde ich sagen. Ich hatte Kopfschmerzen, wenn ich einen langen Tag hatte nach der Arbeit oder in der Schule einen langen Tag hatte. Aber ich denke, das ist auch ziemlich normal, dass man dann mal Kopfschmerzen hat. Deswegen kann ich für mich sagen, dass nicht die Kopfschmerzen ausschlaggebend waren für meinen Tumor. Genau, dann ging es einfach immer so weiter. Dann war ich wegen meiner Verspannung beim Hausarzt, habe auch Krankengymnastik verschrieben bekommen. Ich wurde massiert. Das war alles schön und gut, aber letztendlich hat es mir nicht geholfen. Ja, das ging dann im Frühjahr immer so weiter. Und dann Anfang März bekam ich das ausschlaggebende Symptom, was quasi für die ganze Aufdeckung des Tumors gesorgt hat. Und zwar fing es an, dass ich Doppelbilder gesehen habe. Also wirklich, ich habe so geradeaus an die Tafel geguckt oder auf den Fernseher, da war eine Schrift und die war einfach zweimal für mich, so versetzt quasi. Und ja, dann war mir klar, Marlene, irgendwas stimmt hier nicht. Oder teilweise auch beim Autofahren musste ich mir das eine Auge zuhalten, damit ich richtig sehen kann. Und dazu noch bin ich teilweise wirklich Auto gefahren, so mit einem schiefen Kopf, weil mein Tumor war rechts hinterm Ohr. Und das rechte Auge war sehr stark belastet davon, weil es auf die Sehnerven gedrückt hat und auch auf die Hörnerven mein Tumor. Deswegen hatte ich auch das Ohrgeräusch. Und deswegen bin ich oft wirklich so Auto gefahren, ganz, ganz krass, habe den Kopf so gedreht, weil über das linke Auge habe ich gerade und nicht doppelt gesehen. Ja, so viel zu dem Sehen. Und dann haben meine Eltern und ich gesagt, so Marlene, jetzt müssen wir mal zu einem wirklichen Arzt. Ich war vorher noch bei einem Optiker, habe einen Sehtest gemacht, der hat mir dann auch bestätigt, dass ich nicht ganz richtig sehe.
Und dann hat er mir einen Termin bei einem Augenarzt gemacht. Und dann bin ich mitten im Abi, also ich habe montags die erste Prüfung geschrieben. Ich hatte mir einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt gemacht. Dann bin ich donnerstags zum Hals-Nasen-Ohrenarzt wegen dem Ohrgeräusch. Dann kam beim Hals-Nasen-Ohrenarzt raus, dass ich einen Hörsturz hatte mit 18 Jahren. Ein Hörsturz. Und dann hatte ich meinen Augenarzttermin einen Tag später, am Freitag. Da bin ich dann hingefahren, allein mit dem Auto. Ist ja kein Problem, ich bin 18 Jahre alt, habe ein Auto und einen Führerschein. Hat er in meine Augen reingeguckt und hat dann direkt gesehen, dass meine Augen, also dass meine Nerven hinter den Augen angeschwollen sind. Direkt hat er mich gefragt, ob ich alleine da bin und sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dann kam direkt die Sprechstundenhilfe rein und der Arzt meinte nur, ja, Notfall, ich muss sofort in die Augenklinik. Ja, was mit meinen Nerven stimmt nicht. Meine Augen sind gut, meine Nerven dahinter sind angeschwollen. Habe ich direkt eine Überweisung bekommen, mir wurde gesagt, ich soll nach Hause fahren mit dem Auto und mich danach fahren lassen, dass ich nicht selbst mit dem Auto fahren soll. Das habe ich dann gemacht. Ich bin dann nach Hause gefahren, mein Papa und ich, wir sind dann mit meiner Überweisung in die Augenklinik gefahren und in der Augenklinik angekommen habe ich dann ganz, ganz viele Tests gemacht. So Sehfeldüberprüfungen, Sehtests, alles Mögliche. Die haben mir in die Augen geschaut, bis sie mir dann am Ende des Tages quasi gesagt haben, ja, meine Nerven dahinter sind geschwollen und das muss ich mal ein Neurologe oder ein Neurochirurg anschauen. Und dann wurde ich von der Augenklinik in die Ambulanz überwiesen. Da war ich dann bei einem Neurologen, da habe ich ganz viele Tests gemacht, so mit Gefühl, ob ich überall gleich fühle, ob die Stärke noch da ist. Dann diesen Test hier mit auf die Nase tippen, so ganze neurologische Tests habe ich gemacht. Und ein einziger Test, bei dem ging wirklich gar nichts. Also daran hat man gemerkt, dass was nicht stimmt. Ich sollte auf dem Boden, also die Füße, ich sollte balancieren auf dem Boden, die Füße so voreinander stellen. Und das ging halt gar nicht. Also ich habe zwei Schritte voreinander gemacht und ich bin direkt umgefallen. Und das hat dann schon eindeutig gezeigt, dass da was nicht so ganz stimmt. Das ist ja quasi das mit dem Gleichgewicht, so dass ich gar kein Gleichgewicht habe. Und dann wurde halt entschieden, dass das nur über ein MRT sichtbar ist, ob da irgendwas ist, ob man irgendwas machen muss. Ja, dann hatte ich abends, ich glaube es war schon 6 oder 7 Uhr, noch ein MRT, mein allererstes. Ihr müsst wissen, ich war zu der Zeit wirklich echt kaputt von allem, von den ganzen Symptomen. Also ich hatte die ja immer noch, mal besser, mal schlechter, war mir übel, ich konnte nichts essen, ich konnte kein Essen riechen, ich war müde, ich war einfach nur geschafft, kaputt. Das Ganze hat einfach total an mir genagt, dazu dann noch das Abitur und das war einfach alles zu viel für mich. Und dann war ich zum Beispiel, dann war ich in dem MRT und dann habe ich in dem MRT wirklich die ganze Zeit nur geschlafen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ja, nach dem MRT haben wir gewartet und dann wurde uns relativ schnell das Ergebnis gesagt. Mir wurde gesagt, dass ich einen Hirntumor habe. Das war natürlich erstmal ein Riesenschock für mich und meinen Papa. Mein Papa war den ganzen Tag mit mir unterwegs. Und das war dann, glaube ich, schon so abends um 8 oder um 9. Und ja, das war ein Schock, den muss man erstmal verdauen. Sie haben dazu gesagt, dass es vermutlich ein gutartiger Hirntumor ist. Das bedeutet, dass er rausoperiert werden muss und danach ja eigentlich alles gut ist, dachten wir. Dann bin ich direkt noch am selben Abend auf Station gekommen, wurde direkt überwacht mit einem IKG, Sättigung am Finger, Blutdruck. Alles, weil sie wirklich Angst hatten, dass der Tumor für einen epileptischen Anfall sorgen könnte. Gott sei Dank hatte ich keinen epileptischen Anfall. Es hätte aber passieren können, deswegen wurde ich auch so streng überwacht und war dann auf der Neurologie. Dann habe ich einen Termin, dann in den nächsten Tagen habe ich einen OP-Termin bekommen für die Woche darauf, Mittwoch. Da wurde ich dann operiert. Ich wurde 9 Stunden lang operiert am Kopf, also hier hinten. Ich habe auch eine Narbe, die kann ich euch gerade mal zeigen. Ja, das ist meine OP-Narbe. Das Ganze ist jetzt mittlerweile auch schon über ein Jahr her. Also ich wurde am 29. März 2017 operiert. Und ja, das Ganze ist total gut verheilt. Und klar, die ersten Tage nach der OP waren sehr, sehr schmerzhaft und überhaupt nicht leicht. Aber ich habe alles gut überstanden. Ja. Aber uns war nach der OP klar, dass nicht alles entfernt werden konnte von meinem Tumor, weil es einfach zu gefährlich gewesen wäre, dass ich irgendwelche Ausfälle gehabt hätte, dass ich
Hörprobleme bekommen hätte, irgendwas mit meinen Augen wäre, keine Ahnung. Deswegen war es auch gut so, dass sie entschieden haben, nicht alles zu entfernen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, dass alles ganz anders ist und dass mein Tumor bösartig war. Dann 2 Wochen, nachdem ich im Krankenhaus war, wurde ich nach Hause geschickt. Es war quasi der Tag der Entlassung. Und dann kamen Ärzte rein, um quasi mit uns das Abschlussgespräch zu führen, mit meinen Eltern und mit mir. Und ja, dann sagten die Ärzte uns halt, dass ich doch einen bösartigen Tumor habe, dass er nochmal genauer untersucht wurde. Und in der Biopsie kam dann raus, dass er bösartig ist und dass es halt genau, um genau zu sein, dass Medulloblastom ist. Und ja, das war nicht leicht, auf keinen Fall. Wenn man sowas gesagt bekommt, ist es sehr überfordert am Anfang. Ich konnte nicht weinen irgendwie, ich war einfach nur geschockt. Ja, es war auch krass, weil die Ärzte halt reinkamen und dann sagten, ja, sie müssen jetzt stark sein und kämpfen. Und ich dachte mir direkt so, oh mein Gott, was wollen sie mir hier gerade sagen? Ja, nachdem sie uns dann die Botschaft überbracht haben, sind wir erstmal nach Hause gefahren. Uns wurde vorher gesagt, dass ich noch ganz viele Termine jetzt auf der Kinderstation habe, dass ich jetzt auf die Kinderstation verlegt werde, denn mein Tumor ist ein Tumor, der eigentlich nur im Kindesalter vorkommt und die kennt sich einfach auf der Kinderstation am besten mit der Behandlung aus und dort werde ich dann auch behandelt. Die nächsten Tage war ich dann immer zu Besuchen auf der Kinderstation, in der Radiologie, habe einen Ultraschall noch gemacht, IKG, alles Mögliche zur Vorbereitung. Es wurde eine OP geplant für meinen Portkatheter, den ich in der Brust habe. Genau, dann wurde ich ein paar Tage später wurde ich operiert. Ich habe den Portkatheter bekommen, worüber die Chemotherapie läuft. Der ist hier, das sieht man jetzt leider nicht. Der wird angestochen. Das ist so ein Katheter unter der Haut. Der wird angestochen und der leitet dann quasi die Medikamente, die Chemotherapie in den Körper rein. Also es ist mit einem Schlauch verbunden bis vors Herz und da gehen die Medikamente dann in den ganzen Körper. Den habe ich eingesetzt bekommen und mir wurde Eierstockgewebe entnommen, denn die Chemotherapie und auch die Bestrahlung machen unfruchtbar. Und damit ich nach der Therapie einfach noch die Chance habe, Kinder zu bekommen, haben wir Eizellgewebe entnehmen lassen und das ist jetzt eingefroren und kann quasi verwendet werden, wenn ich dann eines Tages Kinder bekommen möchte. Die Eizellgewebeentnahme und die Port-OP wurde in einem gemacht, worüber ich sehr froh war, denn so musste ich nicht 2 Vollnarkosen bekommen und keine 2 OPs machen, sondern es wurde beides in einem gemacht. Am nächsten Tag, nachdem ich den Port hatte, wurde dann schon die allererste Chemotherapie angehängt. Das bedeutet, ja, dass ich die allererste Chemotherapie bekommen habe, einen Tag nach der OP. Ja, ich wurde angestochen, wird eine Nadel immer in den Port reingestochen und das mit einem Schlauch verbunden, was dann zu den Medikamenten führt. Ich war sehr, sehr aufgeregt, weil ich nur wusste aus Erzählungen, dir wird es während der Therapie sehr schlecht gehen, du wirst Schmerzen haben, du wirst gar nichts mehr können. Und so ganz, ganz viele Horrorgeschichten. Also saß ich da, meine Eltern waren bei mir, war natürlich total aufgeregt, weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommt. Man hört immer nur diese ganzen Geschichten, was passieren kann. Aber ja, man weiß ja nicht, was passiert. Jeder Körper reagiert ja anders auf die Medikamente. Dann habe ich die Chemotherapie bekommen und ich weiß gar nicht mehr, wie es am Anfang war, also wie ich mich gefühlt habe. Ich weiß nur, dass ich sehr aufgeregt war und dass es mir, glaube ich, während der Therapie relativ gut ging. Und dann nach dem allerersten Block Chemotherapie, also ein Block bedeutet, dass ich habe, glaube ich, 5 Tage hintereinander Chemotherapie bekommen. Und das ist dann ein Block. Und nach diesem Block durfte ich dann immer nach Hause gehen. Und ja, ich weiß nur, dass ich nach diesem allerersten Chemotherapie-Block sehr, sehr kaputt war und sehr, sehr fertig. Ich war zu Hause, ich konnte kaum was machen, ich konnte mich kaum bewegen, ich war zu echt fast nichts imstande. Ich konnte fast nichts essen, denn Chemotherapie macht Übelkeit. Und die Übelkeit hatte ich sowieso ja schon von meinem Tumor. Das kannte ich ja schon. Und das Übergeben. Und das hatte ich dann halt auch noch von der Chemotherapie. Ging klar von Tag zu Tag immer besser. Bis zum nächsten Chemotherapieblock. Ich hatte insgesamt 8 Chemotherapieblöcke. Ja, das bedeutet, dass ich 8-mal ungefähr 5 Tage im Krankenhaus war.
Das Ding ist halt bei der Chemotherapie, die sorgt dafür, dass das ganze Immunsystem runtergefahren wird, damit sich keine Zellen mehr quasi fortpflanzen, also auch nicht die bösen Zellen. Und das hat dann zur Folge, ja, wie gesagt, dass das Immunsystem sehr, sehr geschwächt ist und man sehr, sehr anfällig ist für Krankheiten und Keime. Und deswegen müssen wir im Krankenhaus oder auch in der Öffentlichkeit, wo viele Menschen sind, dann einen Mundschutz tragen, damit man nicht krank wird. Und ich hatte einmal einen Keim in diesen ganzen 8 Chemotherapien, da musste ich dann auch 5 Tage im Krankenhaus sein, bekam dann Antibiotikum und danach war das auch wieder gegessen, danach war das alles gut. Wie gesagt, ich bekam 8 Blöcke Chemotherapie. Mir ging es persönlich von Block zu Block immer besser. Ich habe die Chemotherapie persönlich immer besser vertragen. Mir ging es wirklich, ich glaube nach dem 2. oder 3. Block schon, war die Übelkeit fast so gut wie weg. Ich konnte wieder ganz normal essen und es war richtig schön. Ich habe gemerkt, es kam wieder ein bisschen mehr Kraft. Ja, total verrückt, das trotz Chemotherapie. Klar, ich hatte auch krasse Nebenwirkungen, wie dass mein Mund offen war, dass ich, klar, total kaputt war, zu fast nichts mehr imstande, man fast nur noch rumliegen kann. Klar, aber mir ging es wirklich gar nicht so krass schlecht während der Chemotherapie. Und ich muss sagen, das ist kein Regelfall, dass es einem so gut geht wie mir während der Therapie. Ich sage immer, ich bin kein gutes Beispiel für einen Chemopatient, weil es mir halt wirklich gut ging, teilweise während der Therapie. Klar, ich hatte auch schlechte Tage. Aber ich konnte auch relativ viel machen. Ich konnte Freunde treffen. Klar, ich durfte nicht schwimmen gehen, nicht in die Sonne, nichts. Aber man konnte trotzdem picknicken gehen im Schatten und ja, einfach das Beste aus der Therapie machen und aus der Zeit, die Zeit mit Freunden und Familie einfach genießen. Und das habe ich dann auch auf jeden Fall gemacht. Ja, dann waren diese 8 Chemotherapieblöcke rum. Ich glaube, die gingen von April 2017 bis Ende August 2017. Ja. Danach war klar, ich bekomme Bestrahlung. Diese Chemotherapie, die ich vorher hatte, das war quasi so die intensive Therapie. Das war wirklich ein Block nach dem anderen. Und genau, dann war klar, ich bekomme danach die Bestrahlung. Und ich sollte keine normale Bestrahlung bekommen, sondern die Protonenbestrahlung. Und dafür wurde ich bestrahlt in Essen, im Westdeutschen Protonentherapiezentrum. Denn das war das nächste Zentrum, in dem ich bestrahlt werden konnte. Und ja, deswegen war ich dann dort. Zwischen der Bestrahlung und der Chemotherapie hatte ich 6 Wochen Pause. Einfach, dass der Körper sich ein bisschen erholen kann, weil die Strahlentherapie doch auch sehr anstrengend ist. Und dann war ich in Essen, weil ich ja bestrahlt wurde. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, ich komme aus Hessen, ich komme nicht aus der Nähe von Essen. Wie bin ich jeden Tag zur Bestrahlung gekommen? Und das war so, dass ich natürlich nicht einfach jeden Tag hinfahren konnte, weil von uns aus fährt man ungefähr 2,5 Stunden. Und dann habe ich zu der Zeit in Essen in einem Elternhaus für krebskranke Kinder geschlafen. Das war richtig schön. Ich hatte 7 Wochen Bestrahlung jeden Tag, also immer unter der Woche von montags bis freitags. Und ich habe dann in dem Elternhaus gewohnt. Ich hatte natürlich eine Begleitung, ich war nicht alleine. Wir haben das so gemacht, da meine Eltern nicht die ganze Zeit über bei mir sein konnten, weil ich noch Geschwister habe und noch jüngere Geschwister, um die sie sich natürlich kümmern müssen und meine Eltern auch arbeiten müssen, hatte ich immer jemand anderen bei mir. Ich meine, ich bin 18 Jahre alt und das war nicht schlimm, dass meine Eltern nicht bei mir waren. Also hatte ich immer jemand anderes bei mir. Ich glaube, in der ersten Woche war es mein Opa, in der zweiten Woche waren es Onkel und Tante, in der dritten Woche waren es zur Hälfte Freundin, zur anderen Hälfte meine Mama, in der vierten Woche war es, ich weiß es schon gar nicht mehr, wie es war, aber auf jeden Fall war noch meine Schwester bei mir, mein Freund und am Ende in der letzten Woche nochmal meine 2 besten Freundinnen. Und die Zeit in Essen war echt wirklich richtig schön. Ich konnte richtig viel machen, ich war sehr selbstständig, ich hatte kaum bis gar keine Nebenwirkungen von der Bestrahlung. Ich hatte nur am Anfang, die ersten 2 Wochen, würde ich sagen, eine sehr starke Appetitlosigkeit. Ich konnte nicht viel essen, weil ich fand alles sehr, sehr eklig. Das hat sich dann mit der Zeit aber auch gelegt. Also das ging dann auch. Ich habe zusätzlich zu der Bestrahlung einmal in der Woche Chemotherapie bekommen. Die Bestrahlung, ich wurde bestrahlt von quasi vom Kopf aus runter bis zur Wirbelsäule, bis zum Steißbein wurde ich bestrahlt.
Das ist diese große Fläche, einfach weil mein Tumor hat hier hinten das Nervenwasser abgeklemmt und das Nervenwasser läuft ja vom Gehirn aus bis runter, die ganze Wirbelsäule entlang. Und die Gefahr wäre einfach gewesen, dass in dem Nervenwasser eventuell noch böse Zellen vorhanden sind und man davon halt nicht wusste. Also klar, mir wurde vorher Nervenwasser abgenommen und es untersucht. Man konnte so jetzt nichts finden, Gott sei Dank. Ich war sehr, sehr froh darüber. Aber zur Sicherheit wurde einfach alles bestrahlt, also bis runter in die Wirbelsäule. Ich wurde 35 Tage bestrahlt und das zweimal am Tag. Es gibt so eine bestimmte Dosis an Bestrahlung. Ich kenne mich da persönlich nicht aus, aber es gibt so eine bestimmte Dosis, die man quasi bekommt. Und bei meinem Tumor hat sich einfach herausgestellt, dass wenn man diese Dosis aufteilt in zweimal am Tag, das viel sinnvoller und wirkvoller, ist das ein Wort, für meinen Tumor ist. Also wurde ich morgens bestrahlt, meistens ganz, ganz früh um 7:30. Ich war so oft die allererste da. Und dann 6 Stunden später nochmal. Klar, das hat mich so ein bisschen eingeschränkt in meiner Planung, so was ich den Tag über gemacht habe, Unternehmungen und sowas. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Muss halt durchgezogen werden und wir haben das ganz gut rumbekommen, die Zeit, würde ich sagen. Ja, also war ich 7 Wochen lang in Essen und wurde da bestrahlt. Wie gesagt, die Zeit war sehr schön für mich, Gott sei Dank. Ich hatte nicht viele Nebenwirkungen, nur am Anfang habe ich ja gesagt. Das war echt mein großes Glück. In Essen hatte ich echt eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe ganz viel unternommen und ich konnte wieder mehr wie ein ganz normales 18-jähriges Mädchen sein. Und das war richtig, richtig schön für mich. Nach meiner Bestrahlung musste ich wieder 6 Wochen Pause haben zur nächsten Chemo, denn mein Plan war am Anfang 8 intensive Chemoblöcke, 6 Wochen Pause, Bestrahlung, 6 Wochen Pause. Und dann nach den 6 Wochen stand für mich die sogenannte Langzeittherapie an. Das bedeutet, ich hatte 4 Chemotherapieblöcke, die gingen aber jeweils quasi 6 Wochen. Das heißt, 6 Monate hatte ich dann noch eine Chemotherapie. Die war nicht so intensiv wie die allererste und nicht so schnell hintereinander, sondern sie war einfach anders. Und ja, die Langzeittherapie fing bei mir Anfang Dezember an. Und es war immer so, dass ich am allerersten Tag war ich eine Nacht im Krankenhaus, habe Chemotherapie bekommen über die Nacht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und den Montag drauf, also genau eine Woche später, das war bei mir immer montags, habe ich dann auch ambulant eine Chemo bekommen. Das ist quasi einfach nur eine Spritze schnell rein und dann konnte ich wieder nach Hause gehen. Und dann noch einmal eine Woche später ambulant Chemo. Das waren quasi 3 Wochen Chemo und danach hatte ich 3 Wochen Pause. So war jeder Block quasi aufgeteilt. Und weil ich dann 6 Wochen für einen Block brauchte, waren es dann 4 mal 6. Das waren dann 6 Wochen. Und ja, ich muss sagen, zu der Therapiezeit ging es mir echt relativ gut. Vor allem am Anfang. Ich hatte da vorher die 6 Wochen Pause zur Bestrahlung. Also es war wieder alles sehr normal. Ich konnte sehr viel machen. Es war echt richtig schön. Ich hatte wirklich auch da kaum Nebenwirkungen. Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Was halt krass war bei der Therapie, dass meine Blutwerte sehr gesunken sind. Ich habe Therapie bekommen seit Anfang, Mitte April 2017 und es war schon Ende 2017. Und die Chemotherapie, die Bestrahlung, alles geht auf die Blutwerte und das Immunsystem. Und ich war schon geschwächt, das hat man auf jeden Fall gemerkt die ganze Zeit. Aber ich konnte auch viel machen. Das war echt auch sehr schön. Das klingt alles so blöd, weil ich erzähle von Chemotherapie und Bestrahlung und ich erzähle nur, wie gut es mir ging und wie schön das für mich war. Also wirklich, mich kann man echt nicht als Beispiel Chemopatienten nehmen, weil es mir wirklich teilweise echt gut ging und ich die Therapie gut überstanden habe. Und das soll jetzt hier nicht so klingen, als wäre meine Chemotherapie locker easy gewesen und als hätte es alles nur Spaß gemacht und war alles nur ein Spaß so, sondern es ging mir auch schlecht, ja, aber ich sage, dass es mir schlecht geht, aber ich stelle das nicht so in den Vordergrund. Mir sind diese ganzen schönen Momente und die schönen Sachen, die ich erlebt habe und Menschen, die ich kennengelernt habe, viel, viel mehr im Gedächtnis geblieben und im Kopf als die ganzen schlechten. Und ich denke, das ist auch gut so und auch normal. Ja, so viel dazu. Und wie gesagt, dann hatte ich Erhaltungschemotherapie, hieß das. Die Langzeittherapie war Erhaltungschemotherapie. Schon bevor die Erhaltungschemotherapie da anfing,
hatte ich, glaube ich, keinen Resttumor an meinem Kopf. Ich weiß das nicht mehr genau. Also die ganzen Reste, die noch da waren von der OP, die waren alle weg. Und die Chemotherapie wurde natürlich trotzdem komplett abgeschlossen, weil wenn man vorher abbricht oder sowas, weiß man nie, was passiert oder das, was schnell wieder zurückkommt. Und deswegen beendet man eine Therapie. Deswegen habe ich sie dann am 21. Mai diesen Jahres beendet. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich bin jetzt seit fast 2 Monaten aus der Therapie raus und es ist wirklich verrückt. Also man sieht es ja, meine Haare wachsen wieder und ja, mein normales Leben beginnt wieder sozusagen. Ich habe noch meinen Portkatheter drin und ich habe auf dem Kopf, ich glaube, das sieht man nicht richtig, auch noch einen Katheter, das nennt sich Rekem-Reservoir. Darüber habe ich auch in der intensiven Chemotherapiezeit, habe ich auch Chemotherapie in den Kopf bekommen. Und zwar ist es ja auch mit einem Schlauch, also habe ich hier wie so ein Knopf unter der Haut auf meinem Kopf und der führt mit einem Schlauch in mein Gehirn und darüber habe ich auch Chemotherapie bekommen. Aber wie gesagt, nur während diesen ersten Chemoblöcken, nur während der intensiven Zeit, während diesen 8 Chemoblöcken habe ich da Chemo im Kopf bekommen. Also das heißt jetzt schon fast seit einem Jahr gar nicht mehr in den Kopf. Und ja, wie gesagt, ich habe meinen Port und das Rekem habe ich noch, aber die sollen jetzt auch bald entfernt werden. Und ja, dann können meine Haare wieder ganz normal wachsen, weil wenn das rausgenommen wird, dann werden hier die Haare abrasiert. Und dann, ja, kommt langsam wieder Normalität. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt fast 2 Monate, also wenn ihr das seht, wahrscheinlich 2 Monate aus der Therapie raus. Und ich muss sagen, es war schon am Ende jetzt noch ein schwerer Weg. Also die letzten Chemos haben mir wirklich zugesetzt und vor allem auch meinen Blutwerten. Meine Blutwerte waren so, so schlecht. Ich habe ganz, ganz viele Bluttransfusionen, Blutprodukte bekommen, damit sich meine Werte wieder langsam steigern und verbessern. Ich hatte dann auch ein kurzes Hoch, dann sind sie wieder abgesunken. Dann habe ich wieder mehrere Transfusionen bekommen und gebraucht und jetzt seit 2 Wochen oder so sind meine Werte eigentlich nur noch gut und nur noch am Steigen und ich muss nicht mehr oft zur Blutkontrolle. Und ja, es ist wirklich, wirklich schön. Ja, genau, jetzt steht nur noch die Operation für den Port und das Rekem an, dass die entfernt werden. Und ja, habe ich ja schon gesagt, dann fängt mein normales Leben wieder an. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin total froh. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, man kann sich das vorstellen, wie glücklich ich sein muss und dass alles so gut verlaufen ist. Es ist kein Tumor zu sehen. Klar, nach 5 Jahren tumorfrei gilt man als geheilt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin geheilt oder gesund. Ich finde, gesund ist ein ganz schweres Wort, denn ja, ich weiß nicht, ob man wirklich gesund sagen kann, weil offiziell gilt man erst nach 5 Jahren als geheilt. Habe ich ja gerade schon gesagt. Das bedeutet, ja, ich bin halt tumorfrei und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Er bleibt mir für immer fern. Und ja, habe ich ja schon gesagt, ich bin sehr glücklich. Ich wollte das hier alles euch nochmal erzählen, damit ihr so einen groben Überblick über meine ganze Therapie habt. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Fragen beantwortet werden konnten. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen oder gebt mir auch einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, gebt mir gerne Feedback. Schreibt mir in die Kommentare. Mein Instagram-Account packe ich auch in die Beschreibung. Da könnt ihr mir auch schreiben. Da ist das Thema natürlich auch da. Und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass es euch allen da draußen gut geht, dass ihr eine schöne Zeit habt, dass ihr alles genießt. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss. Eine Sache, die ich ganz gerne noch einfügen würde, ist einfach, dass ich nichts bereue. Klar, dass ich Krebs bekommen habe und sowas, das ist Kacke. Und ja, man ist sauer darüber und fragt sich, warum ich. Aber ich muss sagen, ich habe während der ganzen Zeit so viel gelernt. Ich bin viel erwachsener geworden. Meine Sichtweise auf ganz viele Sachen im Leben hat sich total geändert. Beziehungen zu Freunden und Familie ist noch enger geworden und ich habe
ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt und ich bereue gar nichts. Ich würde nichts rückgängig machen wollen, wenn ich könnte. Und ich, ja, es ist alles gut, so wie es gekommen, passiert ist. Und ja, man muss einfach für sich lernen, das Beste aus der ganzen Situation zu machen. Und das habe ich meiner Meinung nach auf jeden Fall gemacht. Und ja, das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Klar, die Chemotherapie ist nicht leicht, so eine Diagnose ist nicht leicht. Nicht jeder kann damit so offen und so gut umgehen wie ich. Und ich hoffe, dass das Video vielleicht ein paar animiert, offener darüber zu reden und damit umzugehen. Man muss sich nicht verstecken, nur weil man eine Glatze hat, weil man keine Haare hat, weil man eine Krankheit hat. Diese Krankheit kann jeden treffen, egal was du tust. Und ich habe mich auch mein Leben lang gesund ernährt und meine Eltern haben auf mich sehr, sehr doll geachtet. Aber ich bin trotzdem krank geworden. Also ja, man muss einfach das Beste aus der Situation machen und sich davon nicht unterkriegen lassen. Denn ich sage immer, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Und ich sage immer, was bringt es mir, wenn ich traurig den ganzen Tag in meinem Bett liege? Davon wird es ja auch nicht besser. Es wird für einen selbst nur besser, wenn man das Beste draus macht und trotzdem glücklich ist und versucht, so gut es geht, sein Leben zu leben. Und das möchte ich einfach allen da draußen mit auf den Weg geben. Und ja, ich hoffe, viele sehen das wie ich. Ich konnte ein paar Leute vielleicht da draußen inspirieren. Und ja, weiter geht's.